Über Jäger gibt es in der letzten Zeit sehr extreme Meinungen. Natürlich sind die Jägerinnen immer mitgemeint, auch wenn Frauen in der Jagd bisher relativ wenig in Erscheinung treten. Ich bin selber weder Jäger noch leidenschaftlicher Fleischesser und weiß entsprechend wenig von der Jagdpraxis und den Jagdgesetzen. Aber ich habe Biologie mit ökologischem Schwerpunkt studiert, leitete einige Jahre eine lokale Naturschutzgruppe, bin viel in der Natur, sowohl in der Freizeit als auch bei der Arbeit und habe einen engen Bezug zu Tieren. So kann ich mich einigermaßen kompetent zur ökologischen Bedeutung der Jagd äußern. Da ich zudem Ethnologie studiert habe und im Allgemeinen wohlwollend auf die Menschen zugehe, kann ich mich kulturhistorisch und gesellschaftlich äußern. Zum Schluss werde ich noch von persönlichen Erfahrungen mit Jägern berichten. Worin wir uns hoffentlich a priori alle einig sind, ist, dass Jäger weder Heilige noch Bösewichter sind, sondern ganz normale Menschen wie du und ich. Werfen wir einen kurzen Blick in die Geschichte der Menschheit. Seit ihren Anfängen leben die Menschen als Jäger, Fischer und Sammler, vermutlich anfangs mehr als Fischer, denn als Jäger. Heute können wir nicht mehr nur von dieser Wildbeuterei leben, da die Bevölkerungsdichte zu groß ist. So kommen wir nicht um produktive Nahrungserzeugung in Form von Ackerbau und Nutztierhaltung herum. Aber Jagd, Fischerei und Sammeltätigkeit können weiterhin einen Teil der Nahrungsbeschaffung ausmachen. Personen, die Baumblätter sammeln und essen und denken, davon könnten sie leben, sollen das ja gerne mal ein paar Jahre vorführen. Klar ist weiterhin, dass man die Jagd aus ökologischer Sicht a priori weder nur positiv noch nur negativ bewerten kann, sondern dass man differenziert schauen muss. Zweifellos kann man einige Auswüchse der Jagd kritisieren. Die Elitejagd, die nicht der Ernährung dient, sondern schwerpunktmäßig dem Erbeuten von Trophäen, ist sicher diskussionswürdig. Nachdem vom damaligen spanischen König bekannt wurde, dass er in Afrika auf Elefantenjagd gewesen war, wirkte sich das glücklicherweise auf sein Image sehr negativ aus, sodass er schließlich abdankte. Außerhalb der Fürstenhäuser sind die meisten Jäger heute zivilisierte Menschen, die nicht einfach sinnlos drauf losballern, sondern wissen, was sie tun und sich an Regeln halten. Für zivilisierte Jäger gehört es nicht nur zum Gesetz, sondern auch zum Ehrenkodex, sauber zu schießen, dass das Tier möglichst sofort tot ist, ohne zu leiden, nicht zu wüten wie ein Wolf in einer Schafherde. Jäger sind auch diejenigen, die zu helfen wissen, wenn sich ein Stück Wild beispielsweise in herumliegendem Plastikmüll verfängt. Die Jagd zur Nahrungsmittelerzeugung kann man natürlich nicht grundsätzlich ablehnen, es sei denn, man ist glühender Verfechter der Massentierhaltung und lehnt deshalb alle Alternativen wie Jagd und Weidewirtschaft ab. Wild ist ein sehr umwelt- und klimafreundliches Nahrungsmittel. Man verbraucht kaum fossile Brennstoffe, während im Ackerbau Traktoren und energieaufwendig gewonnener mineralischer Stickstoffdünger zum Einsatz kommen. Da Wild in aller Regel ziemlich lokal verzehrt wird, kommt nicht viel Transport wie bei tropischen Früchten oder Fleisch von Tieren mit Sojafütterung hinzu. Daher ist der CO2-Fußabdruck bei Wild vernachlässigbar gering. Und zumindest bei der Jagd zur Selbstversorgung hat das Essen keinen Verpackungsmüll. Die Wiederkäuer wie Rehe und Gämsen wegen des Methanausstoßes für den Klimawandel verantwortlich zu machen und deshalb ihre Ausrottung zu fordern, ist selbstverständlich lächerlich. Es ist billigster Populismus von Tierhassern, die Wiederkäuer zu Sündenböcken des Klimawandels zu machen, anstatt Verkehr und Industrie in die Pflicht zu nehmen. Ernsthaftere Kritik an Jägern kommt von Förstern in manchen Gegenden, weil die Jäger für eine überhöhte Wilddichte sorgen, die die Naturverjüngung des Waldes behindert. So gibt es etwa im Schwarzwald einen Überbesatz an Rehen, die den jungen Bäumen schaden. Jäger bestreiten so etwas gerne. Es gibt auch die Möglichkeit, junge Bäume vor Rehverbiss zu schützen, etwa durch Anstrich, wie hier auf dem Foto. 1937 führte der Reichsjagdminister im Schwarzwald Gämsen ein. Es hatte in früheren Zeiten immer mal wieder einzelne Gämsen im Schwarzwald gegeben, aber nie als Standwild. Seit 1937 gibt es jedoch eine stabile Population. In ökologisch interessierten Kreisen sind diese Gämsen gar nicht gern gesehen,
da sie insbesondere im Feldberggebiet seltene Pflanzen, etwa Glazialrelikte wie die Aurikel, an Steilwänden schädigen. So könnten es die heutigen Jäger als ihre Aufgabe erachten, den Schwarzwald von Gemsen zu befreien. Aber nein, das tun sie nicht. Trotz allem muss man sagen, dass Jäger im Allgemeinen viel in der Natur sind und dadurch mehr Naturbezug haben als die Durchschnittsbevölkerung. Den haben Förster selbstverständlich auch, aber viele andere, die die Jäger kritisieren, haben keinerlei Naturbezug. Ein Kritikpunkt, den man bisweilen von naturfremden Personen hört, ist, dass Jäger manchmal Hunde oder Katzen schießen. Nun, ganz klar, streunende Katzen und Hunde sind eine Gefahr für die Wildfauna, so etwa Katzen für Bodenbrüter. Dass Katzenhalter ihr vierbeiniges Eigentum höher bewerten als die nicht ihnen gehörende Wildfauna, ist subjektiv verständlich, aber nicht objektiv berechtigt. Deshalb ist aus Naturschutzsicht wünschenswert, dass die Streuner entfernt werden. Wenn jemand sie schießt oder einfängt, ist das also aktiver Naturschutz. Wie viel sie tatsächlich geschossen werden, darüber gibt es unterschiedliche Aussagen und ich kann mich dazu nicht kompetent äußern. Groteskerweise hört man heutzutage in gewissen Kreisen, Jäger seien Mörder. Und diese aggressiven Schimpfer haben meist die verquere Vorstellung, Jäger würden einfach so nach Lust und Laune drauf losballern. Das kommt in der Regel von Pubertierenden mit Bambi-Syndrom, die beanspruchen, im Namen der Tiere zu sprechen, in Wahrheit aber die Tiere missbrauchen, um ihre Probleme mit den Menschen zu rechtfertigen. Wer Jäger als Mörder bezeichnet, sollte nicht weiter ernst genommen werden. Es geht nicht speziell gegen die Jäger, es geht gegen die menschliche Natur als Allesfresser, gegen die menschliche Kultur mit Jagd als einem Element und letztlich auch überhaupt gegen die Natur, weil sie nicht so lieblich ist wie die Bilder der Zeugen Jehovas, wo Lamm und Löwe friedlich nebeneinander liegen. Etliche dieser Aggressoren gehen mit ihrem Hass auf die Menschheit so weit, dass sie sich selber sogar mit veganer, also defizitärer Ernährung kasteien, nur deshalb, um andere wegen normaler Ernährung beschimpfen zu können. Dank ständiger Beschallung der Veganindustrie, deren Argumente sie unkritisch nachplappern, merken sie gar nicht, was dahinter steckt und dass ihr Krieg gegen Jagd- und Weidetierhaltung nur der Massentierhaltung in die Hände spielt. Die engen Verstrickungen zwischen Veganismus und Massentierhaltung analysiere ich wann anders. Glücklicherweise werden die meisten von ihnen irgendwann erwachsen und überwinden dieses pubertäre Gegen-Alles-Sein. Schlimm wird es, wenn solche weltfremden Egozentriker sich berufen fühlen, Hochsitze anzusägen, in der Hoffnung, dass Jäger in den Tod stürzen. In YouTube findet man öfters potenzielle Kriminelle, die diese blutrünstige Praxis bejubeln. Die Polizei schaut da einfach weg. Letzten Endes führen solche Gewaltaktionen natürlich dazu, dass viele Menschen, die die Jagd eher kritisch oder gleichgültig sehen, sich mit den Jägern solidarisieren. Ich habe versprochen, am Ende von persönlichen Erfahrungen mit Jägern zu berichten. Diese Erfahrungen waren bislang ausnahmslos positiv. Der gegenseitige Umgang ist meist sehr angenehm und respektvoll. Da ich sowohl an der Natur als auch an Themen der Selbstversorgung viel Interesse habe, haben mir Jäger viel Interessantes zu erzählen, auch wenn ich nicht immer ihrer Meinung bin. Oftmals schenkte uns ein Jäger eine Hirschleber oder eine Gamsleber. Auch ein Murmeltier bekamen wir von einem Jäger geschenkt. Dass manch ein Jäger gerne mit seinen Jagderfolgen prahlt und dass es zwischen Jägern oft eine gewisse Konkurrenz gibt, zeigt einfach, dass sie genauso Menschen sind wie du und ich. In den Anden ging ich mit einem einheimischen jungen Companiero, Indianer nennen wir sie gewöhnlich, aus der Sprachgruppe der Quichua auf Kaninchenjagd. Leider habe ich kein Foto davon. Denselben Mann begleitete ich zum Fischen in den Bergbächen. Dabei durfte ich sein Geschick bewundern. Um Jäger und oder Fischer zu sein, muss man einiges können. Um Jäger von dir zu kritisieren, braucht man entsprechend auch einige Sachkenntnis. So, der eine oder die andere mag rätseln, welches die zweite Sprache nach Deutsch ist, in der ich insbesondere Tiernamen angegeben habe. Això és català, das ist katalanisch. Und nun hoffe ich auf lebhafte Diskussionsbeiträge und Ergänzungen von Jägern und anderen.